Moin Leute, Tomlo hier und herzlich willkommen zurück zu Warnerbox Paper Tanks. Wir fangen direkt mal an. Wir spielen jetzt nämlich im Expertenmodus und fangen einfach mal mit dem allerersten Level an. Expertenmodus sagt im Endeffekt einfach, das Spiel ist ein ganzes Stückchen schwieriger. Das kennen wir alles schon. Ich werde so anfangen wie beim letzten Mal. Ich meine, wir haben nur die Heavy Gun. Mehr können wir hier bei dem Level nicht machen. Aber es ist gut, um zu demonstrieren, was sich verändert. Also legen wir einfach mal los. Ich glaube, bei dem ersten Level, ja, die halten halt etwas mehr aus, glaube ich. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, was der genaue Unterschied war. Ob sich das jetzt schon verändert oder ob das erst kommt, werden wir noch sehen. Wie gesagt, bei dem Level können wir aber ohnehin nicht viel machen. Wehe, da kommt jetzt gleich einer durch. Nein, gut. Komm schon, mach kaputt. Ja, fein. Platzieren wir mehr Geschütze. Mehr schwere Kanonen. Also mehr schwere Guns, Waffen, Schusswaffen, was auch immer. Ich überlege mal, die beste Waffenübersetzung für Gun ist, glaube ich, einfach nur Waffe, wenn ich mich nicht irre. Komm schon. Ja, das reicht noch dann, oder? Ja, es reicht noch. Es war knapp, aber es hat gereicht. Das heißt, ich ziehe mit dir mal ein Upgrade drauf. Und mache an sich die hier hinten erstmal besser. Und dann später darf noch das andere Geschütz verstärkt werden. Ja, soweit so gut. Es ist gerade, glaube ich, nicht die beste Taktik, was ich mache, das in dieser Reihenfolge zu machen, aber ist im Endeffekt auch relativ egal. Es ist das erste Level, auch im Expertenmodus nicht allzu schwer, wie ihr sehen könnt. Aber das wird teilweise noch echt happig, das muss man dazu sagen. Ich will jetzt natürlich auch nicht alle Level zeigen, ich will nicht alle spoilern. Habe jetzt einfach bei beiden bisherigen Videos hier ein paar rausgepickt. Aber... ja, der Schwierigkeitsgrad nimmt schon noch zu teilweise. Also man kann auch beispielsweise nicht Türme dauerhaft über ein ganzes Level stehen lassen. Man wird die immer mal wieder abreißen müssen und woanders platzieren müssen, damit es überhaupt geht. Damit man überhaupt eine Chance hat. Aber gut, in dem Level hier noch nicht. Vor allem, weil wir nicht so viel Auswahl haben. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal noch Level 4, springen wir einfach ein bisschen durch. Hier haben wir nämlich schon... ach, das Level war es, genau. Wir haben hier Artillerie und das erste Mal die Flak, glaube ich. Das heißt, wir beginnen, indem wir... ja, ich beginne, indem ich da eine Kanone hinstelle. Weil die Position eigentlich ziemlich gut ist. Marma. Let's go. Nächste Kanone kommt dann wahrscheinlich hier hin. Ich weiß es aber noch nicht. Ja, du warst es noch. Alles bestens. One-Hit ist nicht, aber meinetwegen. Dafür reichen zwei Schüsse aus. Wenn jeder einmal drauf schießt, ist auch weg. Da kommt er durch, oder? Ja, da kommt ihr durch. Ihr packt das. Und da kommt die erste. Ich sehe gerade, da kommen die ersten Flugzeuge. Das heißt, wir platzieren hier eine Flak. Ich weiß gerade nicht mehr. Also, ich habe das Level ja schon mal. Ja, für euch ist das jetzt noch nicht so lange her. Für mich ist die auch noch ein bisschen länger her, wo ich das Ding recorded habe. Den ersten Part. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Ding platziert habe beim ersten Mal, ehrlich gesagt. Also, wo ich die Flak hingesetzt habe. Aber gut, installieren wir ein paar Upgrades. Warum muss ich dabei an diese Matrix-Stelle denken? Übrigens, guter Film. Wenn ihr Matrix noch nicht gesehen habt, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Sehr guter Film. Der erste ist Wahnsinn, die anderen sind auch nicht schlecht, finde ich persönlich. Aber gut, das ist ein Thema für ein anderes Video. Das passt eigentlich nicht zum Spiel. Nicht so wirklich. Aber hey, wir können ja auch, wenn wir hier mit Papierzeug spielen, können wir auch gerne über Matrix reden. Schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare, ob ihr sowas haben wollt. Das würde mich nämlich mal interessieren, ehrlich gesagt. Du kommst nicht weiter um deine Flugzeuge. Ich gebe dir mal ein Upgrade. Und das nächste Mal kommt hier eine Kanone. Nein, hier kommt keine Kanone hin. Hier kommt eine Kanone hin. Ha! Haha, haha. Soweit, so gut. Boom, boom, boom. Ihr habt alles weg. Perfekt. Gefällt mir. Läuft alles nach Plan. Ich hau euch mal noch eins höher. Dann solltest du eigentlich alle Flugzeuge abwehren können, die höher überhaupt kommen werden. Expert Mode, wie gesagt, einfach an sich ein bisschen schwieriger, ein bisschen stärkere Gegner. Aber nicht so problematisch, zumindest noch nicht. Ich muss auch sehr ehrlich sein, ich bin selber nicht besonders weit mit dem Expertenmodus bisher.
aber gut. Das könnt ihr, denke ich mal, verkraften. Platziere ich, glaube ich, hier noch eine Kanone? Ja, mache ich das. Ich platziere noch eine Kanone. Ach, ich sehe gerade schon, das ist die letzte Welle. Oh. Darauf hätte ich vielleicht schon ein bisschen früher achten sollen, aber das sollte auch so reichen eigentlich. Oder? Komm schon, das reicht noch. Jawohl. Aha. 3 Sterne. Nächstes Level. Wählen wir Welle 7. Level 7. Ich mache hier diese Dreier-Schritte gerade die ganze Zeit. Palmen. Ja, kriegen wir Artillerie dazu. Welches Level war das? Ach ja, die Route hier war, glaube ich, etwas komplexer. Ihr fliegt so, dann fliegt ihr hier durch. Fliegt hier rüber und da rein, nehme ich an. Ja, die fliegen direkt dahin, die machen keine großartigen Kurven mehr. Hier kommen sie los, da hoch. Das ist eigentlich ein guter Platz für eine Artillerie, finde ich. Hier setze ich eine Kanone hin, auf jeden Fall. Und sobald die Kanone ihr erstes Opfer gefunden hat, kann ich dann auch was gegen Flugzeuge unternehmen. Dann platziere ich mir nämlich gleich eine Flak. Und zwar hierhin. Nein, hierhin. Die andere Position brauche ich für eine Kanone. Die Position ist alles andere als ideal für eine Flak eigentlich. Und ich werde sie definitiv noch umplatzieren. Also ich werde... Wo werde ich denn eine Flak hin platzieren? Ich weiß es nicht genau. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich kriegt sogar einer von den beiden Plätzen noch eine Flak hin. We will see. We will see. Du machst ja gar keinen Schaden an den Dingern. Nicht gut. Ich glaube, ich hätte mir die Punkte für die Flak aufsparen sollen gerade. Hier würde ich gerne Kanone platzieren. Komm schon, schieß, Kanone, schieß, als ging es um dein Leben. Genau darum geht es. Bestimmt nicht um deins, sondern um meins, aber trotzdem, schieß! Vernichte sie! Vernichte sie alle! Und hier kommt auch nochmal eine Kanone. Nein, hier kommt nochmal eine Kanone hin. Oder doch hier? Hier. Los, tu es, vernichte sie. Vernichte den Feind. Und ich glaube, das eine Fahrzeug wird durchkommen. Ja, jetzt auch. Das schaffe ich nämlich nicht mehr, das abzuwehren. Leider. Aber gut, damit muss ich dann wohl klarkommen. Ich habe einen Fehler gemacht und ich habe bezahlt. Nämlich mit einem Leben bisher. Aber das heißt nicht, dass wir dieses Level nicht mehr schaffen können. Weil bei diesem einen Leben wird es bleiben. Hoffe ich. Platzieren wir doch mal eine Kanne Artillerie hier hin. Oder? Ziehe ich die hier hin? Immer so schwer zu sagen. Na, es ist keine wirkliche Position, wo es klar ist, da muss eine Artillerie hin. Leider. Die sind eigentlich alle relativ offen, die Position. Aber gut, lass sie einfach mal wieder schneller laufen. Oh, da kommt ein starkes Flugzeug. Feuer einmal, dann kriegst du ein Upgrade und dann feuer bitte weiter. Vernichte es, zerstöre es, schieß es vom Himmel. Ach Mist. So viel dazu, das hat nicht ganz geklappt. Nicht ganz so wie geplant. Dann kriegst du mal das nächste Upgrade und ich lasse einfach mal laufen. Die Flak kommt klar, die leistet gute Arbeit. Die holt auch das vom Himmel. Perfekt. Du da hinten musst leider weichen, weil ich dann Flak hinsetzen will noch. Bisschen Verstärkung muss da nochmal sein. Aber ja, du kriegst noch ein Upgrade. So. Schauen wir ihnen beim Schießen zu. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Ich glaube, die Artillerie wird mein nächstes Upgrade bekommen. Wenn ich das nächste Mal Geld dafür habe, natürlich. Los, Kanone, räum den Rest weg. Das, was noch davon übrig ist, von den Gegnern. Oh, das gab viele Punkte gerade. Oh, wir können direkt 2 Upgrades installieren. Wuhu! Das gefällt mir sehr gut. Johnston, ich glaube, die Flaks kommen klar. Ich werde mal noch eine zweite... Ich glaube, ich werde hier später noch eine Artillerie hinsetzen. Aber erstmal kriegt die Kanone hier hinten noch ein Upgrade. Du kriegst ein Upgrade. Und sobald ich die Punkte habe, kommt da noch eine Artillerie hin. Auf den einen freien Platz, den wir gerade noch haben. Nämlich jetzt. Das Flugzeug kommt nicht durch. Die Schiffe, die Fahrzeuge auch nicht. Oh, wir sind bei der letzten Welle, realisiere ich gerade. Das heißt, jetzt heißt es Geld raushauen bis zum geht nicht mehr. Flugzeuge, sieht aus, als hätten sie schlechte Karten.
wie wirklich nur die Roten überhaupt halbwegs irgendwie weit kommen, die alles andere schon vorher versenkt ist und total zerstört ist, finde ich übrigens sehr, sehr angenehm. Machen wir das so, ich kann hier laufen lassen. Ein paar Panzer kommen noch, aber das sollte eigentlich alles kein Problem sein. Ja, die haben wir locker weg. Gut, 2 Leben haben wir verloren, trotzdem noch 3 Sterne. Fuck yeah, das gefällt mir doch sehr gut. Das heißt, jetzt kommen wir nochmal zu Level 10, was ich übrigens auch noch nicht gemacht habe in dem Modus. Okay. Wir haben neue Gegner, die Stärke im Panzer und die Luftschiffe das erste Mal dabei. Wir haben alle Waffen außer der Tesla-Spule. Hier kann ich jetzt schon sagen, kommt eine Artillerie hin. Die fliegende Runde. Es bietet sich eigentlich an, hier Flaks zu platzieren. Mache ich auch. Da eine Flak und hier eine Artillerie. Eine Kanone. Oder? Ne, die Kanone packe ich hier hin. Und lassen wir einfach mal laufen. Als nächstes werde ich die zweite Kanone dann platzieren am ehesten. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Die fliegen ja eine Kurve, deswegen ist es nicht schlimm, dass sie vorbeikommen, die ersten. Deswegen ist es ziemlich egal sogar, genau genommen. Den anderen haue ich hier hin. Nächstes Upgrade gibt es für die Flak. So. Als nächstes werde ich dann wahrscheinlich eine Artillerie bauen und darauf erstmal ein bisschen sparen jetzt, weil die sind ja relativ teuer. Und die kommt dann schön hier zentral in die Mitte. Und da kommt der erste Zeppelin angefahren. Wahrscheinlich ist es anderen Panzer. Ich gehe mal stark davon aus. Ja, und sind beide ein bisschen down, bis sie es kaputt haben. Na, wobei, der Panzer ist gleich schon weg. Nächste Upgrade geht dann doch mal wieder auf die Flak. Wobei jetzt nur Bodentruppen kommen. Ne, da kommen schon die ersten Lufteinheiten. Das heißt, sobald die Bodentruppen weg sind, geht es erstmal zur Flak. Und ein bisschen was brauche ich noch. Komm schon. So. Dann feuer mal schön meine Flak. Hier sollte ich auch noch eine hin platzieren dann. Die nächste Flak setze ich hier hin und hier kommt noch eine Kanone hin dann. Ja, machen wir das. Passt. Die Flak, die Upgrades, die hat sie, glaube ich, dringender nötig als der Rest. Wobei, nee, die Flak braucht eigentlich nicht unbedingt ein Upgrade, die Artillerie braucht ein Upgrade als nächstes. Die Artillerie muss nämlich den Panzer dann noch wegkriegen. Irgendwie. Hoffentlich. Los, Artillerie. Du hast noch einen recht weiten Weg, auf den du feuern darfst. Das schaffst du. Ja, das Ding schafft es auf jeden Fall. Kommen noch ein paar neue Flugzeuge. Die Artillerie jetzt noch ein Upgrade. Und danach geht's. Brauchen wir es bei den Kanonen oder brauchen wir es bei der Luftabwehr, bei den Flakgeschützen? Ist aber so schwer zu sagen. Oh, ich dachte schon, die kommen durch. Gut, sie sind nicht durchgekommen. Aber fast. Das heißt, ich brauche das Geld zumindest bei einer der Flaks. Pack ich mal das restliche Geld, was ich gerade habe, in die Kanone und danach in die hier. Los, weiter geht's. Die leisten soweit alle gute Arbeit. Komm schon, Hause weg. Ich werde noch eine Flak brauchen. Mist. Die anderen kommen durch, das heißt, ich platziere mir hier eine Flak hin. Aber die anderen, die Bodeneinheiten haben momentan keine wirkliche Chance. Und das erste Flugzeug wird durchkommen. No! Warum? Warum tut ihr mir das an? Ich hätte etwas früher wechseln müssen. Verdammt, egal. Damit kommen wir klar. Wir kommen klar. Wir haben nur ein Leben verloren bis jetzt. Das könnte doch für ein paar Sterne reichen. Sollte. Hoffe ich mal. 2 Wellen noch. Flugzeuge werden nicht durchkommen, weil sie an der Flak wahrscheinlich schon scheitern. Die Bodeneinheiten auf keinen Fall. Ach du Scheiße, kommt da viel. Ach du Scheiße, kommt da viel. Oho, das ist so einiges.
Aber gut, ihr werdet nicht so weit kommen. Lufteinheiten sind ja schon fast weg. Sobald die rum sind. Oh, 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 Mist, 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 Mist. Ich brauche noch eine Artillerie. Dringend. Sonst kommt nämlich nichts an, an das Ding da hinten ran. Komm schon. Tötet den Mini-Panzer. Du kannst eigentlich auch weg. Damit kannst du auch weg. Kann ich hier. Bringt eine Artillerie mir hier was? Ja, die bringt mir was. Ah, okay, der ist weg. Gut. Damit hat sich das Problem erledigt. Weil die sollte ich noch so wegkriegen auch. Ihr könnt gleich nochmal feuern. Aber du wirst nicht mehr schießen können. Das heißt, dich verkaufe ich und setze hier die nächste Artillerie hin. Mal gucken, ob es reicht. Für mehr wird das Geld nicht reichen. Doch, jetzt reicht es für mehr. So. Jawohl. Ein Leben verloren. Nochmal 3 Sterne geholt. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Gamecheck zu Paper Tanks. War in a Box Paper Tanks. So rum. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch dieses Spiel gefällt. Natürlich auch wie euch das Format gefällt mit dem Gamecheck. Was ihr von der Idee haltet. Ich hatte ja bis jetzt 2. Ja, ich habe Rogue Legacy und Banished, glaube ich, wenn ich nichts vergessen habe. Gut, auf jeden Fall das Spiel, wie immer, in der Beschreibung verlinkt. Schreibt mir dazu, wie es euch gefallen hat, ob ihr auch weiter solche Spiele sehen wollt oder andere Dinge. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao!